Moin Moin, Privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, in der letzten Folge sind wir ein weiteres 15 Minuten Rennen gefahren und ich habe auch gesagt, dass wir in der nächsten Folge dann, also in dieser Folge dann, die Red Bull X Challenge fahren werden. Und ich habe vorhin schon aufgenommen, die Meisterschaft, aber natürlich habe ich in dem Rennen verkackt. In der letzten Runde, in dem Rennen natürlich wieder verkackt in der letzten Runde und konnte natürlich nicht neu starten. Und natürlich habe ich wieder auf falsche Scheiße geklickt. Dann habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt und werden wir die Scheiße nochmal neu fahren. Tatsächlich habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Und wenn ich da jetzt nochmal wieder an denselben Stellen verkacke, dann scheiße ich auf die scheiß Cards, ganz ehrlich. Wenn nicht sogar komplett auf Gran Turismo. Gestern haben wir ja locker gewonnen hier. Ja, letzte Folge, die ich nicht aufgenommen, doch aufgenommen habe, aber dann gelöscht habe. Das ist so eine scheiß Missgeburt. Scheiße hier ist. Das haben wir locker gewonnen. Weil vor allem, weil wir so geil hier abgekürzt sind. Oder abgekürzt haben. So. Und wieder passiert hier wieder so eine selbe Scheiße wie vorhin. Mir geht dieses scheiß Geräusch von diesem scheiß Cut so weit von auf den Sack, ey. Da lasse ich mir lieber eine scheiß Bohrmaschine hier neben meinem Ohr die ganze Zeit laufen, Alter. Die ganze Zeit in der Wand bohrt, ey. Das ist angenehmer als so ein Scheiß hier. Na, diesmal ist kein Amerikaner vor und erster, ne? Diesmal ist es ein scheiß Franzacke. Noch besser. Ich hasse Quarz, ey. Piss dich, Mate. Ah, nein, ich habe gesagt, piss dich und ich bleib neben dir, du Wichser. So, in der Runde holen wir uns den Kollegen da vorne. Dann können wir das Rennen hier wieder mal gewinnen. Aber dann hoffentlich im nächsten Rennen nicht wieder verkacken. Ja, seht ihr ja. Wir sind natürlich besser in der Beschleunigung, aber die haben eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Ne? So. Ab in die letzte Runde. Das kann hier noch easy nach Hause fahren.
So, haben wir das Rennen zum zweiten Mal gewonnen. Für mich zumindest. Jetzt kriegen wir jetzt wahrscheinlich kein Geld. Jetzt haben wir kaum was. Trotzdem werde ich das jetzt hier wieder laufen lassen. Damit ich ein gutes Bild für Something kriege. Jetzt können wir weitermachen. Das nächste Rennen hoffentlich. Oh, wir kriegen doch wieder 130.000. Auch gut. Gut zu wissen. So, der scheiß Fabri. Auf den müssen wir aufpassen. Die Strecke ist eigentlich auch einfach. Da haben wir auch in einer Kurve einen mächtigen Vorteil. Aber natürlich habe ich da mal wieder verkackt, ne? Ich wollte wieder ein bisschen aggressiver vorgehen, ne? Habe ich mal wieder gedreht. Wehe, der bremst jetzt wieder hier kurz vorm Start. Du Motherfucker, ey. So, in der Kurve hier, die hier haben wir den Vorteil. Ja, hier können wir sehr schnell durchkommen, durchfahren. Haben viel mehr Schwung als die Gegner. Und hier auch wieder 4 Runden. In der Kurve sind wir aber auch schneller, eigentlich gerade, wenn wir die richtig anfahren. Da habe ich schon wieder versucht gegenzulenken, Alter, das ist ein richtiger Fehler. Das darf ich nie machen. Nie mit Karts gegen. Es läuft zumindest schon mal besser als beim letzten Mal. Aber jetzt kommen wir wieder in die letzte Runde und ich habe wieder nur noch einen Gegner zu überholen. Mal sehen, wie das jetzt enden wird. Okay, es endet gut. Wenn wir das Rennen jetzt doch gewinnen. Das ist sehr nice. Aber wir haben jetzt noch 2 Rennen vor uns, die wir am besten auch noch gewinnen sollten. So, haben wir jetzt hier auch den Sieg drin. Nice. Jetzt haben wir 200 Punkte. Und der scheiß Franzhacke nicht. Okay, wir haben 50 Punkte Vorsprung. Jetzt müssen wir den Vorsprung nur versuchen irgendwie auszubauen oder zu halten. So, die Strecke, die ist eigentlich auch ja recht einfach für die Karts.
Aber hier habe ich natürlich auch wieder in der letzten Runde verkackt, in der letzten Kurve. Wollte ich auch wieder aggressiver vorgehen, aber nein, da habe ich mich auch wieder gedreht. So, aber diesmal werden wir das hoffentlich nicht tun. Ui. So, die Kurven sind ein bisschen tricky jetzt hier mit den Karts. Aber hier kann man gut viele Leute überholen. Das ist hier in der ersten Runde jetzt. So. Haben wir schon mal in der Mitte des Feldes. Drei Runden diesmal nur. Der scheiß Sound, Mann. Der ist so scheiße laut und nervig. Hier werden wir jetzt auch den Vorteil haben. Wir können auch ein bisschen schneller in die Kurve kommen. Ja. So. Fünfter. Vier Leute noch. Noch zwei Runden Zeit. Hui. Schon. So, vierter. Mit Glück kann ich das jetzt hier auch gewinnen. Wie gesagt, mit Glück. Wenn wir das nicht wieder verkacken. Zum Glück, ich will das hier nicht verkacken. So, jetzt mal wieder die Kurve. Wenn wir schneller sind als die KI. So, zwei Leute noch. Einen werden wir jetzt höchstwahrscheinlich in diesen Schikanen da überholen. Hui. Und den ersten dann in der Kurve hier kurz vorm Ziel. Zumindest war das so, als ich das erste Mal gefahren bin. Noch. Natürlich wieder verkackt habe. So, diesmal sind wir näher dran. Jetzt bin ich an einem Arsch dran, du scheiß Franzacke, ey. Schieb dir gleich ein Bucket rein. Gut. Besser als beim letzten Mal. Auf jeden Fall. Sieht so aus, als würden die Franzacken viel schlechter in Kartrennen sein als die Amerikaner. Und jetzt, den vorhin war, ist natürlich ein Amerikaner, der ganz vorne mitgefahren ist. So, gewonnen. Bäm. Meine Fresse. So, nice. Jetzt will ich aber noch den Sprung sehen. Natürlich gibt das ein geiles Bild für Samsung. Ah? Ja. Na gut. So, wie viele Punkte Vorsprung haben wir denn jetzt? Wir haben drei. Okay, wir haben. Fünf. Okay. Wenn wir. Okay, wir müssten. Okay, letzte Wende ist nicht so eine gute Idee, aber.
wir müssen nicht unbedingt Erster jetzt werden im letzten Rennen. Und das hier noch zu gewinnen. Obwohl, das ist die Gran Turismo Arena, das ist nicht die Scheißstrecke. Ja, genau, das ist die Strecke hier. Nicht diese Indoor-Kart-Strecke. Die Strecke geht ja noch halbwegs. Ah, das ist kein Gras. Boah. Das wäre scheiß Gras. Deswegen bin ich so langsam gefahren. Acht Runden. Ach, da haben wir jetzt die Hälfte des Fahrerfeldes überholt. Eigentlich schon den Sieg drin. Müsste eigentlich den, keine Ahnung, 25 Punkte reinfahren, dann will ich das hier irgendwann gewinnen. Oder? Weiß ich jetzt nicht, genau. Ich nicht, Mathe gut. Das Rennen werden wir auf jeden Fall nicht gewinnen. Das steht schon mal, glaube ich, fest. Obwohl, wir haben 8 Runden Zeit, ne? Wir sind Fünfter. Ja, ist eine Chance besteht, natürlich, aber die Chance ist, denke ich mal, recht klein. Vor allem, wenn so ein Idiot hier so langsam den Opa fährt. Das ist, glaube ich, einer der einfachsten Kart-Meisterschaften, die es hier im Spiel gibt. Bis auf die erste wahrscheinlich, die erste Kart-Meisterschaft, würde ich mal sagen. Ja, wir können das doch gewinnen. Das könnte komplette Dominanz hier sein in dieser Meisterschaft. Obwohl, jetzt nicht verkacken, ja? Sonst fliegt der Controller aus dem Fenster. Oder vielleicht wieder gegen die Tür. Ah, das werden wir gewinnen. Obwohl. Ah, der Fabri ist sogar nur Dritter. Ja, das werden wir sowas von gewinnen. Easy peasy lemon squeezy, sag ich dann. So, damit haben wir die Meisterschaft gewonnen. Warum nicht beim ersten Mal so? Jesus Christ. Bam. Und es hat, ja, genau 20 Minuten gedauert. Sehr, sehr nice. Jetzt hier vielleicht noch ein geiles Bild für Thumbnail. Anscheinend wohl nicht. Ja, wohl doch. Na gut. Gib mir die Money. Jawohl, 8,5 Millionen haben wir jetzt auf dem Konto. Sehr nice.
Ja, Dominanz hier. Yeah. Glückwunsch, Sie sind Erster in der Meisterschaft geworden. Wow, wow, über. Und 200.000 nochmal drauf. Sehr, sehr geil. Und wir kriegen das scheiß Kart auch noch geschenkt. Dann nehmen wir es in den normalen Red Bull Farben. Nein, ich möchte da nicht einsteigen. Hell no. Gut. Gratuliere. Level geschafft. Ja, ja, danke. Auf zum nächsten Level. Nächste Folge vielleicht. Gut, jetzt haben wir wieder Geld auf dem Konto und die erste Meisterschaft hier gewonnen. Die Rennautos mit dem X im Namen sind Traumautos, die von Red Bull und Gran Turismo gemeinsam konstruiert wurden. Und einen scheiß Sound haben. Es gibt drei Klassen, von der Einsteigerklasse bis zur Super-Extrem-Klasse. Versuche die unterschiedlichen Eigenschaften der Autos für dich zu entdecken. Dazu musst du sie fahren. No shit, Sherlock. Viel Spaß. Vielleicht. Gut, jetzt haben wir hier die Red Bull X2014 Junior Meisterschaft offen, die wir aber diesmal natürlich nicht in dieser Folge hier fahren werden, weil die Folge schon eigentlich rum ist. So, jetzt haben wir wieder gut Geld. Das heißt, wir könnten uns wieder ein paar neue Autos kaufen und die auch auftunen. 506 und andere Cards, die wir haben. Okay, das ist eigentlich genau dasselbe wie der scheiß Racing Card 125 Kubik. Ja, ist nur Red Bull. Jesus Christ. Na gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das wäre Daniel.